in ihrer Lampe Öl zu besorgen. Und das ist ein Bild auf den Heiligen Geist. Das heißt, es sind Gläubige, aber ohne den Heiligen Geist. Okay. Und die werden zurückgelassen. Glaubt ihr, dass Judas in den Himmel kann? Welcher Judas, der den Herrn Jesus verraten hat? Ja. Nein, der ist ja verdorben. Der ist ja verloren. Auch nicht, wenn er am Ende bereut hat. Nein. Der hat ja nicht bereut. Der ist dann einfach hingegangen und hat sich erhängt. Ja. Ach so, ja, ja, stimmt, bei Judas. Da Du meinst ja den Verräter, steht, ne? ja, den Verräter, Ja, ja. ja, ja. Ja, lass mich jetzt wieder kurz raussuchen. Ja, Judas, das Wort schon da drin, ne? Jude, da zeigt uns eben das Wort Gottes, die Bibel, dass die Juden eben, die den Herrn Jesus verworfen haben, zu Ja. Schrecken gebracht werden, ne? Dass sie verloren gehen. Das ist das Wort. Deswegen war das Judentum, den Herrn Jesus verraten und verworfen hat, wird sie zu Schrecken kommen. Aber trotzdem wird der letzte Drittel bewahrt werden, Sacharja 13, Vers 8. Und dann wird ganz Israel errettet werden, ne? Das ist dann Römer Kapitel 9 war das, glaube ich, wo der Apostel Paulus meinte, und dann wird ganz Israel errettet werden. Ja. Nach der Entrückung der Gemeinde tritt dann Israel wieder auf den Erlösungsplan. Und Gott nimmt sein Volk wieder an sich. Aber das Volk muss durch Drangsal geprüft werden, durch die apokalyptischen Gerichte. Sie werden so dermaßen aufgerieben, dass sie dann zum Herrn Jesus endlich schreien und ihn dann wirklich dann annehmen, sich bekehren zu ihm. Ja, das steht dann in Jesaja Kapitel 10. Die werden sich bekehren zum starken Gott. Amen. Und dann, Amir, ja. Amir. Amir, wie geht's dir? Mir geht's ganz gut. Wie geht's dir? Gott segne dich und deine Familie. Wo ist er denn? Ist er weggegangen, Dich derjenige auch, Bruder, vorhin? dich auch. Ja, der Neuer. wartet. Bruder, wie lange versuche ich schon mit dir zu reden, Mann? Wie lange? Ja, Immer siehst du, abgewimmelt. du hast es geschafft in die Live-Show von Dr. Sheikh Abu Amir. Wallah, ihr seid lustig, aber. Sie haben es Amir. geschafft in die Live-Show von Dr. Sheikh Ja, Abu Mann, ich Amir. schwöre dir, Amir, seit 2 Monaten, Bruder, seit 2 Monaten, Mann. Eben haben die mich abgewimmelt. Ja, auf jeden Wer hat dich Fall. abgewimmelt? Wer hat dich abgewimmelt? Eben, weißt du, bei Wer? Evangel da stand Evangelium. Oder Du Evangelist, der Bruder Danny. genau, Evangelist irgendwie gestummt und was weiß Hast ich. du irgendwas Falsches gesagt in den Kommentaren? Hast du wieder beleidigt? Sei ehrlich. Guck mal, Beleidigung ist so, ne? Sei Ich will ehrlich. keine schlimme Beleidigung, Bruder. Keine Was hast schlimme du gesagt? Beleidigung. Ja, nicht lachen, sag. Was hast du gesagt? Nein, ich Du sollst nicht beleidigen, du sollst locker bleiben. Natürlich, Bruder, nein. Amir. Irgendwo habt ihr auch was Sympathisches, Mann. Man kann euch nicht Du so musst 100% beleidigen. Liebe zeigen. Ich habe dir doch gerade vorgelesen, Lukas 6, 27. War das nicht schön? War das nicht Balsam für die Seele? Natürlich, aber guck mal, ich sag dir was, Amir, ne? Du bist ja auch, ich meine, du warst ja Moslem, ne? Du hast ja auch viele Werte und alles, was ich so raushöre. Du hast verdammt viel Ahnung, auch vom Islam. Und wenn du redest, ne, du redest zum Beispiel wie einer, der 15, 17 Jahre Erfahrung hatte in einer Religion, der kann natürlich viel besser reden als einer, der nur 5 Monate Moslem war oder so, ne? Oder nicht? Ja. Okay, ich habe nur eine Frage. Du hast es eben vorgelesen, das war natürlich schön. Halt die andere Wange hin und dies, das. Ne? Ich will dir eine sagen: Du kennst diesen Hadith auch, wo Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, er war in einem Weg gegangen und da haben die mit Steinen auf den geschmissen, die Kinder so und so und zwischen diesen 2 Bergen. Ne? Kennst du den Hadith? Nee, musst du mir mal sagen, Nummer und so, damit ich das lesen kann. Wallah, Amir, ich habe die Nummer jetzt nicht im Kopf, Bruder Herz, aber ich sag dir, Ja, schade. er ist diesen Weg gegangen und man hat ihn mit Steine beschmissen, angespuckt und da waren Kinder von diesen Familien, die dort leben, die Kinder haben den mit Steine beworfen. Und dann hat
Dann hat Jibreel zu ihnen gesagt, ja Prophet, wir können das, die zwei Berge zusammentun und alle vernichten. Da hat er Ja. gesagt, nein, mach das nicht. Und wenn einer von denen Kindern rechtschaffen wird, dann Alhamdulillah, dann haben wir schon was erreicht. Ne? Also er hat nach diesen, Prophet sallallahu alaihi wasallam, hätte sie töten lassen können, aber er hat nach diesen Werten auch gelebt, was du eben vorgelesen hast. Verstehst du, was ich meine, wo ich drauf Ja, aber hinaus das ist will? ein Oder? ganz anderer Mohammed, den du mir da gerade verkündigst. Du weißt doch, wie Mohammed mit seinen Kritikern umgegangen ist. Sobald jemand nur etwas über ihn gesagt hat, war ein Kopf kürzer. Also du siehst, dass da irgendwas nicht stimmt mit das, was du gerade sagst. Das ist der ein und der gleiche Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. Guck Ja, siehst mal, du, also haben es wir gab nicht nur, es gab zwei nicht nur Seiten der diese, Medaille. es Zwei gab nicht Seiten der nur, Medaille. es gab nicht nur diese Situation, es gab noch eine andere Situation und da war Omar radiallahu anh dabei, der wollte schon, da hat jemand schlecht über den Propheten gesprochen und geschimpft und so, und dann wollte Omar schon sein Schwert ziehen und den Kopf abhacken, dann hat Mohammed gesagt, nein, mach das nicht. Ja, du Soll siehst ja, dass Allah der den Rest. Mohammed, du siehst ja, dass der Mohammed auch, also bei der Schlacht von Chaibar war das, ne, als er dieses Dorf eingenommen hat, da hat er auch kleine Kinder, die im Schambereich Haare hatten. Ab wie vielen Jahren setzte ungefähr der Sch de, de, die Haare im Schambereich ein? Weißt du das vielleicht? Bei uns Moslem früher. Also bei uns Orientalisten, da wächst ganz Kennst du schnell das? alles, ne? Wir kommen damit auf die Welt. Wir sind schon fast von Geburt aus behaart. Wir kommen schon mit Bart auf die Welt, richtig, ne? Voilà, Bruder. Bart oben, Bart unten. Also Guck mal nur hier. Haare. Und dann irgendwo in den Haaren sieht man Oh, ein richtig. menschliches Wesen. Wir müssen 10-mal Lasertherapie Also du, machen und guck mal hoffentlich hier. funktioniert das. Also hier steht in Sunan ibn Majah, Hadith 2541, schreib dir das auf, da kannst du es auch nachprüfen. Also immer, was ich sage, beweise ich ja auch mit Nein, nein, Hadith-Nummer. du liest wirklich das vor, was da steht. Das habe ich schon mitgekriegt. Also ich Das lese rechnet vor. man dir auch hoch an, Amir. Das rechnet man dir auch hoch an. Weißt du, du lügst nicht. Du hast. Das ist ja wundervoll, dass ein ehrlicher Muslim hier reinkommt und sagt, du lügst nicht, du liest das vor, was da steht. Dankeschön, sehr gut. Dass du hast Ja, also man muss ja auch die Wahrheit sagen. ein besseres Gerechtigkeitssinn als die 99% der hier meisten reinkommen. Also du bist schon Ja. gerecht und sagst, ja, der Amir liest das so vor, wie es da ist, da steht so und dies und das und jenes. Richtig. Nur eine Sache, Amir, ganz kurz, dass ich dazu sa was sagen darf. Du liest alles richtig korrekt vor. Da ist nur eine Sache. Das kommt nicht von den sunnitischen Muslimen. Und zwar, du hast es aber auch vorgelesen. Das ist nicht ein Kritikpunkt, dass du irgendwie gelogen hast oder so, aber bei uns, wir sagen ja, Jibril ist zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegangen in den Berg und hat den gewürgt und gesagt, Iqra, Iqra, also lies, Ja, lies. ja. Ne? Und du hast das vorgelesen, ich habe das auch selber gelesen, deshalb sage ich nicht, dass du da gelogen hast oder sowas, aber Das steht doch im Arabischen, dass er ihn gewürgt hat. Also hier, richtig, richtig. ja. Nur, Du bist doch Araber, du kannst doch richtig, Arabisch lesen, richtig? richtig, richtig. Ich sage ja nicht, dass du da gelogen hast, nur da hast du gesagt, da ist der Teufel gekommen in Verkleidung von Ja, Engel warum sage Jibreel, ich das, alaihissalam. Anwar? Warum sage ich das? Weil die Heilige Schrift uns das sagt. Darf ich das kurz vorlesen? Ja, natürlich, kannst du vorlesen. 2. Korinther 11, 14. Guck, dann wirst du sehen, aha, die Bibel redet über solche Begebenheiten, dass Engel, also dass Teufel sich als Engel des Lichts verkleiden können. Guck mal hier. 2. Korinther 11, 14. Und hier heißt es, und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit, aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Du siehst also, dass Satan die Möglichkeit hat, sich als Engel des Lichts auszugeben. Und das ist dem Mohammed passiert. Das wissen die Christen auch, dass dieser Engel Gabriel nicht der Engel Gabriel war, dem Mohammed in der Höhle begegnet ist, sondern ein Dämon war. Ich verstehe, was du meinst. Du hast es zwar vorgelesen, das kommt aber auch aus der schiitischen Lehre, das wird denen so beigebracht. Das steht auch in den leeren Brünnen, aber wir glauben daran,
Und Aber du siehst schon, der dass diese Koran auch als Begebenheit, Araber, ne? Als also Araber. du siehst doch schon bei der Begebenheit in der Höhle, dass das schon sehr, sehr komisch wirkt, ne? Dass Mohammed da hingeht, um irgendwie zu meditieren oder was, keine Ahnung, was er da ge Ja, gemacht hat. ja. Er hat auch gefastet an dem Tag und dann auf einmal ist diese Engelserscheinung ihm begegnet und hat ihn gewürgt und dann macht er das dreimal mit ihm und dann geht die Geschichte ja noch weiter. Das lesen wir in Ibn Ishaq. Da ist Ja, er ja ist zu vollkommen richtig, was du Khadija, da gesagt hast. Alles genau, richtig. da ist er ja zu Khadija gerannt und hat sich so eindecken lassen. Und Khadija hat dann sich so ein bisschen entblößt und Mohammed gefragt: Siehst du diesen Dämon noch? Weil Dämonen bleiben noch da, wenn zum Beispiel also wenn sich eine Frau entblößt, dann bleiben die Engel da, bleiben die Die Dämonen da. Dämonen. Ja, Ja, genau. Und Dämonen die bleiben, aber Engel die Engel würden, gehen. Also. genau, die Engel würden verschwinden. Guck mal da, was die Khadija da für einen Test macht. Heftig, ne? Und dann auf einmal sagte Mohammed, ne, ich sehe den nicht mehr. Ah, preis Gott, du bist ein Prophet, Mohammed. Das war kein Teufel, den du gesehen hast, das war ein Engel. Ich will dir was dazu sagen, Amir. So, wir sind keine Feinde, erstens. Ich sehe dich nicht als Feind. Ich liebe dich. Warum sollte ich dich denn hassen? Auf keinen Fall. Ich will auch nicht, dass du Alhamdulillah. mich hast. Nein, ich finde dich lustig, voilà. Ich lache, du siehst, du bist sympathisch, ich lache gerne. Und das, was Ist some ich love dir so in the air. manchmal schreibe, das ist TikTok-Dings, weißt du, aber nie werde ich irgendwie beleidigen, oder? Guck mal. Ja, du bist ein guter, du bist ja 10-mal besser als die Leute, die manchmal hier reinkommen. Du siehst ja, Mann, ich bin am Fahren, auf einmal beleidigt er meine Mutter und mein Vater und alles Mögliche. Und die solche ehrenhaften Menschen, verstehst du, was ich meine, dass Wallah, die soll ich so dir mal sagen, beleidigt. Leute, die beleidigen, die sind schwach. Die sind schwach. Und der kann auch nicht in seiner Religion irgendwie richtig sein. Denn jede Religion, die wahr von Gott gekommen ist, wird Beleidigungen verbieten. Weißt du? Also, Warum hat der Mohammed beleidigt? Der hat ja auch beleidigt. was musst du mir Der hat ja sagen? gesagt, Ayatollahu atta aida abik. Weißt Sag mal nochmal, was? Was hast du du, gesagt? was das heißt? Ayatollahu atta aida abik. Wo hat er das gesagt? Welcher Er Hadith? hat. Also das musst du mir sagen. Ja, sage ich dir sofort. Das ist hardcore. Das ist wirklich hardcore. Also der Mohammed hat gesagt, geh und beiß in den Penis deines Vaters, ne? Das ist heftig. Ja, sag mal Hadith, also. Sage ich dir sofort was. Das lesen wir in Al-Jami As-Sagir, Band 1, Seite 47. Und hier heißt es: Ist jemand stolz auf seine vorislamische Abstammung, das heißt in der Jahiliya-Zeit, so beleidige ihn und sag ihm, er soll in den Penis seines Vaters beißen. Ja, ich muss das mal ehrlich gesagt lesen noch. Ich habe das Schreib nicht. es dir auf, Anwar, schreib es dir auf. Al-Jami As-Sagir, Band 1, Seite 47. Okay. Ich schreibe es Da mir auf. merkst du also, der Mohammed selber hat so hardcore geredet und deswegen reden auch die Muslime dementsprechend. Du siehst ja auch diese ganzen Schiuch und Imame, sobald die Kamera aus ist, da reden die alle so, wie diese Muslime, die anfangen zu beleidigen. Ne? Ja, ich sag mal Traurig, das ist das charakterlos, nur Traurige. charakterlose beleidigen. So. Ja, weißt du, was du Ja. damit eigentlich gerade sagst? Amir, ich wollte nur kurz zur Engel und der Höhle nur ganz kurz was dazu sagen. Okay. Jibril, ne, kam ja nicht als Mensch in die Höhle, kam ja als Engel. Und du weißt also die Größe und dass ein Mann vor sowas Angst hat, auch wenn es ein Engel ist. Verstehst du, was ich meine? Ja. Ja, darauf wollte ich hinaus. Aber Amir, du hast eben beim Evangelisten, ihr habt so viel geredet, ne? Und da kam Ich wünsche auch. mir von ganzem Herzen, dass du, oh, jetzt hört auf mit diesen Elefanten. Ey. Das ist doch nicht normal. Die machen aus mir Dumbo, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Was? Die wollen auch lachen. Die wollen Aber so siehst du ein besser aus, Amir, bisschen so Fun. mit diesen Dingern. Ne? Dann siehst du aus wie ein Model. Richtiges Wie Model. 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 Anwar, kommen wir nochmal drauf zurück. Ja. Mein Bruder und ich, wir wünschen uns ja für jeden Menschen, der mit uns hier redet, dass er sich Gedanken macht um seine Ewigkeit und dass eines Tages ja der Tod auch dich ereilt. Und deswegen musst du hier auf der Natürlich. Erde
herausfinden. Oh mein Gott, Leute, also auf Gott, damit. Leute. Deswegen musst du hier auf der Erde herausfinden, was mit dir nach dem Tod passiert. Du siehst ja, im Islam gibt es kein richtiges Konzept der Vergebung. Da musst du selber deine Seele einsetzen im Dschihad, damit du mit Allah diesen Vertrag eingehst. Das ist eine Katastrophe in Surat At-Tauba, Ayah 111. Ja, ich kenne das, aber das ist nicht unbedingt so. Guck mal, Amir, wir haben schon Gemeinsamkeiten, ne? Wir haben schon, bei euch ist das so, die wiedergeborenen Christen, also es wird bei uns sozusagen wie die Konvertierung zum Islam. Kennst du doch. Er ist auch wie neugeboren dann, ne? Seine Sünden sind schon mal weg. Ja, ist aber eine falsche Wiedergeburt. Außer er begeht neue Sünden. Ja, was passiert denn da mit dem? Ja, wenn der neue Sünden, entweder er macht Taube Oder er wird oder getötet. nicht um. Warum sagst du immer? Ja, ist das nicht so? Der Mohammed, du weißt ja, dass Imam Ash-Shafi den Sure 9, Vers 5 als seinen Beweis nahm, jeden Muslim zu killen, der es wagt, aufzuhören zu beten. Guck mal, Amir, da müssten wir alle schon getötet worden sein. Ja, deswegen sage ich dir, also wenn ihr die Schahade ausspricht, dann das ist nicht einfach so ein Satz, den ihr da ausspricht, weil wenn ihr dann zuwiderhandelt dem Islam, dann seid ihr dran und das muss euch bewusst sein. Ihr könnt doch nicht einfach Schahade aussprechen und sagen, Alhamdulillah, ich bin Muslim und einfach so leben, wie ihr wollt. Das ist Wahnsinn, Mann. Es ist aber nicht nur im Islam so, Amir. Nicht nur im Islam. Wenn du Ja, Abtrünniger aber bist, keiner kommt auf den Gedanken von meinen Geschwistern, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt hier und da nicht so richtig war in der Lehre, auf mich zuzukommen und mich umzubringen. Deswegen, du siehst, also wenn du mit einer falschen Akida irgendwo ankommst, die werden dich aufgrund deiner Akida physisch angehen. Wenn, mit falscher Akida, du hast recht, aber die werden dich Siehst nicht töten. du, Aber was meinst du, wie passiert denn? viele. Was passiert denn, wenn die Wahhabis auf diese Disco-Tänzer namens Sufis treffen? Die werden die Kopf kürzer machen. Wallahi, Amir, Bruderherz. Ich bin auch Muslim, ne, aber die Sufis sind Sekten. Also Aha, siehst eine du? Sekte. Aber sie selber denken, ja, wir sind doch die wahre Sekte des Islams. Jeder denkt, das ist die wahre Sekte des Islams. Und wenn die Sekten dann aufeinander treffen, was passiert dann, Anwar? Guck mal, diese Sekten, die haben Angst und Lügen. Was haben die? Die haben Angst und Lügen. Angst und Lügen. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, also ein Wahhabi oder ein Salafi oder Wahhabi würde niemals so ein Sufi akzeptieren. Die würden den Kopf kürzer machen, sofort. Wallahi, mir sind so viele Sufis begegnet und aber glaubst du, ich habe den Kopf kürzer gemacht oder? Nein, du würdest von der Polizei verhaftet werden. Ich meine, wenn die Gesellschaft mehrheitlich muslimisch wird und auf einmal Scharia. viel mehr, ja genau, die Scharia eingesetzt wird, dann siehst du, dass eine Gruppe über die andere herrschen will. Und wie geht das? Indem man kämpft. Wallahi, Amir, guck mal, kämpfen ist eine Sache. Wir sind alle gespalten, du weißt. Wir sind alle schon gespalten. Das Ja. Einzige, was uns weiterbringt, ist, gut mit diesen Leuten zu reden und genau das Gegenteil von dem, was die eigentlich erwarten, so weißt du. Und denen versuchen, den richtigen Islam beizubringen. Was ist denn der richtige Ja, Islam? genau. Was ist denn der richtige dann? Der richtige Islam ist im Tawhid und du weißt es auch, Amir. Im Tawhid machen die meisten Fehler. Im Tawhid die einzigste Anbetung Allahs, wie er angebetet werden soll. Und du weißt, dass Sufis, kennst du Sufis, ne? Ja, natürlich, klar. Die haben ja diesen Fehler. Die sind eigentlich gute Menschen, aber die haben diesen Fehler, diese Gräberanbetung. Also, die gehen zu diesen Salihin und diese Abdul Qadir Jilani und so weiter, weißt du so, und machen dort Bittgebete. Oh, bitte sag zu Allah. Also nicht die direkte Anbetung zu Gott. Also, Dua soll ja direkt zu Allah gehen. Ja, warum redet ihr dann direkt zu Muhammad? Assalamu alaikum. Ja, Wie also. sagt ihr das? Ey, Yuhannabiyu. Ihr redet ja direkt zu Muhammad. Ja, richtig. Das? Ist das nicht Schirk? Nein, das ist nicht Schirk. Unser Dua geht in Nein? allererster Linie zu Allah, aber wir alle sagen trotzdem den Salam zu Rasulullah. Aber der ist doch Aber wie tot. Wie jetzt soll er sollen deinen wir Salam denn widersprechen? hören? Ist egal, das hat Allah so vorgeschrieben. Aber der Prophet ist tot, ganz klar. Ja, Aber warum Allah kannst du hat das nicht, kannst du vorgeschrieben, auch dass wir genau sagen, Salam. Assalamu Mercedes-Benz? Der kann das ja auch nicht hören. Das ist dasselbe, das ist so sinnlos.
Ja, er soll, ist doch egal, aber Allah hört das. Das Ja, ist aber warum egal, ob macht der Prophet ihr das nicht hört. Dinge, die egal sind, verstehe ich jetzt nicht. Das wurde uns Mit so beigebracht. So, Also es wenn du steht jetzt zum so in Beispiel den. jetzt Richtung Dusche gehst, wenn du dich duschen willst, dann machst du Das doch ist nicht vorher in der Sunna ein paar so Saltos. Du festgeschrieben. gehst doch direkt zur Dusche oder machst du ein paar Saltos auf dem Weg dahin. Ja, wir gehen ja auch direkt zur Dusche, aber dieses Salam zu So. Rasulullah ist Pflicht, Ja, weil aber der hört das ja egal, nicht. wenn du, wenn wir das hören, Anwar, auch wenn wir nicht Anwar, beten, ne? Anwar, Anwar, bist du ehrlich? Du bist doch ein ehrlicher, du scheinst mir ein sehr ehrlicher Typ zu sein. Alhamdulillah, ich versuche Okay. ehrlich zu sein. Warum übersetzen die Muslime Sure 33, Vers 56 falsch und sagen, dass Allah so Segnungen schickt? Sallallahu alaihi wasallam. Was bedeutet das wortwörtlich? Sallallahu alaihi wasallam, Segen und Frieden auf Prophet. Und Das stimmt nicht. Salat ist doch Beten. Allahs Gebet auf ihn. Salah hat mehrere Bedeutungen auf Arabisch. Ja, was bedeutet Baraka? Baraka Segnen. heißt also Segnung auf Ja, ihn. genau. Yubarik Baraka. Salat ist das Gebet. Und deswegen haben ein Muslim ein Riesenproblem, dass in Sure 33, Vers 56 steht, dass Allah und seine Engel auf den Propheten beten. Und haben das falsch übersetzt. Du als Araber, du kannst in den koranischen Text reingehen und du kannst den eins zu eins lesen. Dann wirst du merken, ey, Allah betet. Wenn Allah Gott ist, zu wem betet der denn für Mohammed? Unsere einzigste Anbetung gilt allein Allah. Ja, das ist mir schon klar, aber zu wem betet denn Allah auf einmal in Sure 33, Vers 56? Allah betet zu keinem. Ja, da Er ist steht der doch, einzige, guck mal, er und er ist seine der Engel einzige beten für ihn. Anbetungswürdige. Ja, okay, aber da steht, die Engel und Allah beten für den Propheten. Wenn Allah der einzige Gott ist, zu wem betet denn Allah? Ja, das wird so falsch verstanden. Nein, die Debatte fand doch statt zwischen Guck mal, David Wood und Mohammed Hijab. Prophet kniet doch nieder und betet vor Allah. Ja, aber zu wem betet denn Allah mit den Engeln? Zu wem betet Allah mit den Engeln? Ja, wie soll ich dir Sure das erklären? 33. Hast du den Ja, Koran bei dir? ich habe den jetzt nicht hier. Es ist Du dunkel und hast auch keinen Koran da, das kann doch nicht wahr sein, ey. ich bin nicht bei mir zu Hause. Du weißt, dass ich hier Leute habe, die jedes Mal zu mir sagen, ich habe keinen Koran da. Ja, habe ich doch nicht. Aber guck mal, diese Sachen, weißt du, der einzigste Anbetungswürdige ist Allah und Prophet war nur ein Mensch, ist auch gestorben. Aber warum machen sie aus ihm so eine gottähnliche Gestalt? Du siehst ja, dass Mohammed so wie eine Lichtfigur immer so gezeichnet wird. Also man darf ihn nicht zeichnen, man darf nicht irgendwie ein Bild von ihm machen oder sowas. Er ist ja nur ein Mensch. Ja, man durfte keine Propheten zeichnen, weder Ja. Isa Ja, aber noch warum töten die Ibrahim. Muslime nicht, warum töten denn die Muslime, die keinen Unterschied zu Propheten machen? Warum töten dann nicht auf einmal die Muslime die ganzen Leute, die auf einmal Jesusbilder in die Luft halten und so? Warum? Also wir sind dagegen. Also nicht, dass wir. Ne, Okay, aber dann lass uns mal einen Test machen. Lass uns mal einen Test machen. Wir okay. gehen morgen in die Innenstadt und halten eine Jesusfigur nach oben und wir machen ein Bildnis von Mohammed. Mal gucken, was die Muslime mit uns machen. Ich verstehe dich, klar. Guck mal, Yusalluna, was bedeutet Yusalluna? sie beten. Ja, Dankeschön. Dankeschön. Siehst du, Sure 33, Vers 56. Inna Allaha wa malakaituhu yusalluna ala an-Nabi. Siehst du? Ja. Ayyuhalladhina amanu, sallu alayhi wa sallimu tasliman. Siehst du? Also, Gebet. Also, Allah betet mit den Engeln. Zu wem betet denn der Allah? Yusalluna bedeutet beten, Mann. Weiß, aber das hat auch einen anderen Tafsir. Nur ich kann das jetzt nicht Nein, aus dem Kopf sagen. nein, nein, nein. Baraka bedeutet segnen und Richtig. Yusalli oder Yusalluna, Salah ist beten. Die Muslime übersetzen es bewusst falsch, weil sonst würden die Leute ja denken, Allah betet und Allah und seine Engel beten. Wie geht das denn, wenn er der Gott ist? Zu wem betet er dann? Ja, die fummeln bei der Guck mal, die sollten Übersetzung, weil sich das alle sonst eine niederknien Riesenkatastrophe ist. vor Adam auch. Aber ich sag dir was. Warum betet denn? Das ist doch ein Widerspruch jetzt, dass wir
dass Allah den Propheten anbetet. Der Prophet betet doch zu Allah. Verstehst du, was ich meine? Ja, aber du weißt ja, dass der Mohammed konnte ja nicht sagen zu denen, dass sie ihm gehorchen. Deswegen hat er Allah genommen als Figur, damit die Leute ihm gehorchen, weil er gesagt hat, ich bin ein Prophet Gottes. Ihr habt auf mich zu hören. Und du siehst ja, dass der Koran sehr oft sagt, dass man dem Propheten und Gott gehorchen soll. Verstehst Ja, du? Immer und immer Atiullah wieder. wa Atiur Rasul, ja. Siehst du, also und in den Hadithen steht, dass der Mohammed und Allah so das gleiche Wissen haben. Allah and his Apostle knows best. Also wissen es am besten. Niemals das gleiche Wissen. Die Engel bringen Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam das Wissen. Ja, aber du siehst das auch in den Hadithen, dass das immer wieder beschrieben wird, dass Allah und sein Gesandter es am besten wissen. Wie kann denn ein Ja. Mensch das Wissen haben von Gott? Ja, durch die Engel, durch Jibrail kommt zum Nein, Propheten. nein. Nein. Also du sagst nein, ich sag ja, weil Jibril kommt immer zum Prophet und bringt ihn das und Das das. Problem, du siehst dann Prophet auch. konnte nie direkt zu Allah reden. Guck mal Niemals. bitte hier, Sure 33, Vers. Guck mal hier, wo sind wir hier? Sure 33, Vers. Sure Al-Ahzab vernichtet irgendwie den gesamten Koran. Das ist unfassbar. Man merkt sofort, dass wir es mit einem menschlichen Buch zu tun haben. Guck mal hier. Das hat Allah in seiner Ewigkeit schon bei sich gehabt, diesen Vers. Guck mal. O, die ihr glaubt, tretet nicht in die Häuser des Propheten ein, außer es wird euch erlaubt, zur Teilnahme an einem Essen, ohne auf die rechte Zeit zu warten, sondern wenn ihr hier hereingerufen werdet, dann tretet ein. Und wenn ihr gegessen habt, dann geht auseinander und tut dies, ohne euch mit geselliger Unterhaltung aufzuhalten. Solches fügt dem Propheten Leid zu, aber er schämt sich vor euch. Allah aber Richtig. schämt sich nicht vor der Wahrheit. Und wenn ihr sie um einen Gegenstand bittet, so bittet sie hinter einem Vorhang. Das ist reiner für eure Herzen und ihre Herzen. Und es steht euch nicht zu, dem Gesandten Allahs Leid zuzufügen und auch nicht jemals seine Gattinnen nach ihm zu heiraten. Gewiss, das wäre bei Allah etwas Ungeheuerliches. Siehst du, Ja. er hat sogar dafür gesorgt, dass selbst nach seinem Tod niemand seine Frauen anfassen darf. Und Richtig. da sehen wir diese Menschlichkeit, Guck diese mal, Eifersucht von richtig. Mohammed. Ich will dir was sagen. Es sind zum Beispiel, Prophet hat sich geschämt und hat nie was gesagt, ne? Wenn die Leute einfach so gekommen sind und dies. Und das hat ihn aber gestört. Und dann hat Allah eine Sure aus dem Koran, dass sie fragen sollen und nicht so einfach so kommen sollen und den Propheten stören sollen. Weil Prophet Ja, hat das sich hat der Allah geschämt. schon in Ewigkeit da gehabt. Nein, der Koran ist ja auch nicht, du weißt ja, nicht komplett als Buch herabgesandt worden. Ja, aber Immer. war dieser Vers schon in Ewigkeit bei Allah, ja oder nein? Allah, weiß ich nicht. Allah hat den Vers herabgesandt, weil Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hat sich geschämt und die Leute Anwar. auszuschicken und so weiter. Ich sag's dir Anwar, ja du weißt ehrlich, doch. du willst ja eine ehrliche Meinung von mir. Ja. Anwar, du weißt doch, dass der Koran ewig, also das Wort Allahs ewig schon bei ihm war. Und das hat er dem Jibril gegeben, damit Mohammed das so aufschreibt. In Ewigkeit schon da. Nicht Was in soll denn diese. Ewigkeit. Guck mal, ich sag dir was, Amir. Zum Beispiel auch als kleiner Beweis. Im Islam haben die Araber auch Alkohol getrunken. Wann wurde der Alkohol erst verboten? Du weißt das, ich sehe an deinem Gesicht schon, dass du das weißt. In Wann Sure wurde 5, der. Vers 90 meinst du? Ja, nee, wann wurde der. Lass mal so die Suchen kurz weg, ich will dir nur sagen, wann wurde der Alkohol verboten? Also da gibt es einen Hadith darüber, ne? Und wenn das ja schon ewig da wäre, dann der Koran ist immer nach Aber Sachen daran gekommen, merken die wir doch, du hast passiert doch sind. gerade, wie siehst du, und du hast gerade den Koran vernichtet und damit Hab ich bewiesen, dass nicht. Allah sich immer wieder widerspricht. Er ist in verschiedenen Epochen so auf einmal irgendwas daher hervorbringt. Und das Heftigste ist, guck mal hier, und wir geben euch von den Früchten der Palmen und der Rebstöcke zu trinken, woraus ihr euch Rauschtrank machen sollt. Und dann sehen wir auf einmal, dass Allah sich widerspricht und das Werk des Teufels erlaubt. War sich Allah nicht bewusst, was er da eigentlich erlaubt? Allah ist sich bewusst und im Koran gibt es keinen Nein, Widerspruch. Allah macht ständig den Fehler. Deswegen gibt es Nein. im Koran, Sure 2, Vers 106, wenn wir einen Vers tilgen oder in Vergessenheit geraten lassen, bringen wir einen, der ihm gleich ist, einen besseren. Du weißt, Nasir, wo man sucht, diese Kunst der Abrogation. Ja. So, weil Allah weiß, dass sehr viele Fehler sich im Koran eingeschlichen haben oder beziehungsweise der Autor des Korans hat er diese Kunst der Abrogation da reingetan. Das heißt, wenn zwei Passagen sich widersprechen, und das haben wir da drin, es gibt ja tausende von Widersprüchen da drin, dann löst die andere, die später gekommen ist, die frühere ab. Das wissen die meisten Amir, Muslime gar hast du nicht. schon mal die Bibel überhaupt gelesen? Ja, natürlich habe ich die Bibel gelesen. Da sind auch viele Fantasien, Drachen kommen davor und dies kommt davor. Ja, nee, willst du das mit dem Koran vergleichen? Ja, nee,
Im Herzen warst du auch schon früher Moslem und du weißt sehr viel darüber. Verstehst du, was ich Mein meine? Lieber, mein Lieber. Jetzt spring nicht von einem Thema zum anderen. Ich springe nicht Du vom einen siehst Thema zum anderen, aber das ist so ein also, Vergleich einfach. dass der Allah sehr wohl Fehler macht und erstmal das Berauschende erlaubt und später sagt er auf einmal, oh ihr, die ihr glaubt, Berauschendes, also der berauschende Trank, Glücksspiel, Opfersteine, Lospfeile sind ein Greuel und Werk vom Satan. War sich Allah nicht bewusst, was er da eigentlich erlaubt? Natürlich, es war Und im so, Zuge ich sag ja so, es wurde nicht, 443? ich sag ja so, es wurde nicht auf einmal alles verboten. Du kannst nicht Nein, auf aber einmal kommen, das nein, Werk von Amir Satan. meint, auf der einen Seite sagt Allah, dass Rauschdrang das Werk des Satans ist, und auf der anderen Seite erlaubt Allah das Werk des Teufels. Das muss ich noch mal lesen. Lies ihm Ich habe das das mal von nochmal dir vor, gehört Amir, letztes diese Mal. zwei Sachen, Ich damit er habe das das noch nicht versteht. Er hat gelesen. das missverstanden. Guck mal. Noch was? Sura Anal. Hör zu, ganz kurz, Amir, wenn ich dich kurz stören darf. Also, Ja. weswegen Ja. ich eigentlich reingekommen bin, und zwar, ihr habt eben die ganze Zeit geredet von Brust geben, Frau und Aisha, radiallahu anh, und Ja, wer hat's ja, getan? jetzt. Stillendes Erwachsene. Egal wer was im Islam also reingekommen ist und bei euch, ihr habt dann danach gesagt, ja, aber ist das okay, wenn jemand anderes die Frau die Brust gibt? Wenn man seine eigene Frau die Brust geben lässt und so. Du siehst ja, das ist ein Begriff im Islam, heißt Rida al-Kabir. Ja, richtig. Rida al-Kabir, das ist die Ja. Brust geben eines Erwachsenen, damit man Stillen eines Erwachsenen, ja. still Okay. eines Erwachsenen, genau. Rida Und al-Kabir, das kann jeder googeln. ich verstehe, natürlich, du hast es schon richtig gesagt. Das stimmt Oh, auch, danke schön. was ihr gesagt habt. Das stimmt auch. Das Und ist zwar für ist mich, warte, das ist. Aisha radhiyallahu anha wird auch Ummahat al-Muslimin genannt. Ne? Ummul Guck mal. Mu'minin, die Mutter der Gläubigen. Genau, die Mutter der Gläubigen. Und zwar durfte ja keiner die Frau des Propheten heiraten auch. Ne? Und, oder mit ihr alleine sein im Haus, Wohnung etc. Das würde, im Islam ist das eines der meistgehassten Sachen, wenn ein fremder Mann bei dir ist. Es gilt das Ja, schon genau. fast als sozusagen, könnte man sagen, Zinä oder so. Weißt du, was ich meine? Ja, genau. Du siehst an. Um ein Ja. Gesetz doch zu erschaffen, dass ein männliches Mitglied, ein Freund oder so, doch sich im Haus mit deiner Richtig. Frau aufhalten kann, muss deine Frau eben die Brust geben, ein paar Mal, so lange wie der braucht, wenn er dann genug genuckelt hat und sagt, okay, jetzt bin ich satt. Guck mal. Jetzt, Warum lachst du? Der Amir. lacht über die Sachen des Islams. Das gibt's doch nicht. Ich soll über Islam lachen? Ich lache Ja, nicht du über hast gerade Islam. gelacht, das ist Ja, die ich Praxis. lache, weil Amir gelacht hat. Also, okay. Das ist heftig, ne? Amir bringt das Anwar, rüber Anwar, und ich dann frage lache dich aus ich. dem, Du Anwar, ich würdest frage sowas dich aus dem praktizieren. aufrichtigem Danke. Herzen. Ja. Ist das nicht eine geisteskranke Praktik? Und ich sage dir, darf ich darauf antworten, ohne dass ihr jetzt eine Minute antworten, ohne dass ihr jetzt mir dazwischen fällt? Ja, mach. Kann ich darauf antworten? Reza auch? Hörst Ja, du mir ich höre die zu? ganze Zeit zu. Ich höre die Okay. ganze Zeit zu. Guck mal. Erstens, das war die Frau des Propheten. Keiner durfte sie heiraten. Und damit es auch sicher sein kann, dass keiner von denen die heiratet. Und eine, die gestillt hat, gilt automatisch dann als, du darfst sie nicht heiraten, gar nichts. Verstehst du, was ich meine? Und jetzt Und kommen deswegen wir, muss man den Busen guck mal, deiner jetzt Frau kommen wir dem in zu den Mund uns, jetzt geben. kommen wir zu uns Moslem. Ja. Also, eine Frau darf nicht mal einem anderen Mann die Hand geben. Wir sind, du, dir ist Das der habe ich doch gerade Begriff. alles, das habe ich doch gerade alles bestätigt, was du gesagt hast. Da habe ich meinem Bruder sogar noch eben gesagt, Reza, du weißt ja, dass die Muslime nicht einer Frau die Hand geben dürfen oder sie angucken, wir müssen ihren Blick senken und so. Aber im Nachhinein stellen wir auf einmal fest, dass Mohammed gesagt hat, dass die Frauen die Männer stillen sollen, damit sie als Mahram gelten, Seine als Frau. Stillverwandte. Seine Frau. Die Frauen sollen die Männer stillen. Ja, seine Frau Aisha, radiallahu anh. Seine Frau Aisha. Hat sie das getan? Hat die getan auch, ja. Hat sie Wem Busen findest du gegeben? das? Die hat die gestillt auch. Ach du Heilige, heftig. Ja, aber Du findest du das, hast es doch dass eben sowas von gesagt, Gott oder kommt? nicht? Findest du, dass sowas von Gott kommt? Guck mal, du weißt, dass du keinen Kann man denn nicht muslimischen einfach Mann seine sagen, Frau die Hand geben darfst, also heute,
Ja, man darf nicht Hand geben, aber Busen, man darf nicht Hand geben, aber Busen im Mund reinzustecken, das geht. Warte mal, Andi, eine Frage, Anwar. Was passiert mit einem Mann? Warte mal, Anwar, jetzt lass mich mal bitte eine Frage stellen. Was passiert mit einem Mann, wenn eine Frau ihm die Brüste gibt zum Nuckeln? Was passiert in dem Moment mit dem Mann? Du weißt, wie wir Männer dann ticken, oder? Wenn wir Brüste von Frauen sehen und dann nuckeln da dran, lecken. Ja, hört mal zu, ganz kurz. Ihr habt eben die du ganze weißt, Zeit was mit uns passiert. Wir werden heiß. Wir werden noch heißer als vorher. Wir werden G-E-I-L. Natürlich, heute ist das so. Guck mal, wenn ich dir sage, das ist bei uns, wenn du kennst, du bist doch selber ein Mann. Erzähl doch nicht. Du bist genauso ein Mann wie ich, wie Amir. Wir sind alle gleich. Wenn wir eine Frau Brust kriegen zum Nuckeln, dann werden wir heiß. Ja, wird heute die Frau Mütter der Gläubigen genannt? Also die eigene Ehefrau oder so? Ist egal, ist doch egal. Der Mohammed musste sich doch Gedanken darüber gemacht haben, dass der Mann, der die Brüste von Aisha nuckelt, dass er auf einmal heiß wird. Ob der die heiß Männer, wird wir oder können nicht, das nicht kontrollieren, verstehst du? Du weißt doch, wie Männer sexuell sind. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Und außerdem, ja, wie kann man so eine Praktik machen? In den Raum waren die auch nie alleine, und aber keiner durfte die danach heiraten. Verstehst? Es geht doch darum, solche Sachen sind nicht heilig von Gott. Solche Praktiken, das wollen wir dir doch sagen. Du kannst ja nicht aber guck mal Sachen hier, ich sag dir, dann würde doch jeder Moslem so sagen, ja immer, still mal den, still mal den, still mal den. Ja, weil die meisten schämen sich dafür, die wollen sowas nicht machen, die finden das schlimm. Das ist, ich würde jeden umbringen. Ja, also, das ist so das, was du findest die Praktiken deines Propheten nicht gut. Nein, das war zur Zeit des Propheten und das war die Mutter der Gläubigen. Aber nein, das. Nee, Anwar. Ich sag dir was, Reza und Amir, Aisha konnte auch Operationen an Männer durchführen und sowas. Normal darf eine Frau einen Mann gar nicht berühren. Das gibt's doch nicht. Ja, ihr macht euch lustig darüber, ne? Aber ja, das hört sich doch heftig an, Anwar, bitte. Ja, egal, wie heftig das anhört. Du weißt, wie die Moslem, du weißt, das wie ist doch ein Fatwa, lieber Anwar. Es kam doch Fatwa von Al-Azhar-Universität oder von einem, dass ein Mahram, dass wenn Männer, die nicht zu der Familie gehören, oder beziehungsweise Männer, fremde Männer im Arbeitsplatz mit einer Frau zusammen sein können, wenn sie Mahram sind, durch die richtig. Erwachsenenstellung, nach dem Vorbild des Propheten. Und so, wie haben die reagiert? Diese praktisch ist islamisch, die ist Fatwa. Guck mal. Das heißt, du kannst es machen. Das heißt, wenn ein Fremder zu dir nach Hause kommt, entschuldige bitte, aber ich muss islamisch bleiben, dann musst du deine Frau auffordern, ihm die Busen zu geben. Muss ich nicht, und außerdem ist das nicht für uns. Wir sind normale Menschen. Das ist ein Fatwa aus Al-Azhar-Universität. Du musst dich da unterordnen. Quatsch. Bei uns, Quatsch. Wenn die Frau schon etwas zeigt, was nicht gezeigt werden darf, und du als Mann lässt das zu, giltst du als der Jus und gehst nie ins Paradies. Wie? Warum hat dann Mohammed sowas gemacht? Mohammed sallallahu alaihi wasallam? Ja. Weil Aisha die Mutter der Gläubigen ist. Und das, keiner durfte sie heiraten. Verstehst du, was ich meine? Es geht doch nicht, egal ob keiner darf heiraten oder nicht. Es geht doch um die Praktik. Ja, das war... Diese Praxis, dass man einem fremden Mann die Busen zum Lutschen gibt. Ich sag dir ja, erstens ist das 1600 Jahre her und zweitens... Ist egal, wann das ist. Das ist ein Vorbild. Und ja, alle seine Taten sind vollkommen für dich. Hast du schon mal gesehen, dass ein Moslem irgendwo seine Frau die Brüste gibt oder so? Die schämen hast du sich. Schon mal gesehen? Ja, ich sag sich. Ja, weil die meisten Muslime sowas nicht gut finden. Nicht nur gut finden, es ist verboten. Es ist verboten. Nicht verboten. Das stimmt, Al-Azhar-Universität hat einen Fatwa gegeben, dass das gut ist nach dem Vorbild des Propheten. Ihr müsst eure Frauen die Busen den anderen geben. Alter, Bruder, ich muss das mal lesen, aber Bruder, nicht mal einer darf den Finger meiner Frau berühren. Erzählst du mir, ja, siehst du, da kommt doch zu Jesus Christus, wenn du doch mit diesen Praktiken dein Problem hast. Deswegen haben wir ein Problem damit und sind zum weggegangen und wir sind zum Herrn Jesus gekommen. Amen. Anwar, rette deine Seele, mein Lieber. Du scheinst ein sehr, sehr guter Typ zu sein. Bruder, ich habe meine Seele schon gerettet, Amir. Nein, du wirst sehen, du wirst keine Vergebung haben. Du wirst keine Vergebung deiner Schuld haben.
Guck mal, wie kann man mir vergeben, wenn ich jetzt Sünden, große Sünden mache und bei uns muss man sich das Paradies verdienen. Wie denn? Wie willst du dein Paradies verdienen? Wie willst du vor Gott erscheinen mit deinen ganzen Sünden? Ich sehe schon, Amir, sein Gesicht damit gute Taten gut bleiben. Du kannst doch so gesehen, dass Adam und Eva durch eine Übertretung des Gesetzes vom Paradies rausgeschmissen worden sind. Du kannst das nicht verdienen. Ja, natürlich. Wenn du ein Gebot Gottes gebrochen hast, dann bist du raus aus dem Paradies. Und du hast ja jetzt schon hunderttausende Gebote von Gott gebrochen. Wie willst du da reinkommen? Die haben Taube gemacht, Taube. Ihr wisst doch, was Taube ist. Ihr seid doch ja, raus. Aber warum sind die rausgeflogen? Warum hat Allah den einfach nicht verziehen, einfach da drin gelassen? Ja, weil du einen Fehler gemacht hast, musst du aufrichtige Reue zeigen, das ist so. Nein, ich meine damit, warum hat Allah Adam und Eva rausgeschmissen und hat die nicht verziehen und drin ihn behalten, im Paradies? Weil das nicht so wie ist wie bei euch. Die müssen erst Reue zeigen. Erstmal das gucken, was mit denen passiert hier in der Dunja. Damit die den Unterschied wissen. Erstmal musst du das Paradies verlieren. Durch die Sünde musst du raus aus dem Paradies, weil Gott mit einem Sünder keine Gemeinschaft haben kann in seinem Reich. Richtig. So, und wie viele Sünden hast du schon gemacht? Wir Menschen sind generell Sündiger. So. Das heißt, du bist schlimmer dran als Adam und Eva. Und Adam und Eva sind schon wegen einer Sünde rausgeflogen aus dem Paradies. Die durften nicht da drin bleiben. Wie willst du mit deinen Milliarden Sünden da reinkommen? Aber wir haben doch Taube. Du kennst ja nicht meine Sünden. Ich habe ja nicht die richtig großen Sünden. Verstehst du, was ich meine? Es ist egal. Die haben groß oder nicht? Die haben nur einfach von einem Baum gegessen. Die haben weder vergewaltigt noch getötet. Nur von einem Baum gegessen. Was ist das? So eine kleine Sünde. Es ist eine Sünde, weswegen die vom Paradies. Allah hat so entschieden. Sie sollten den Unterschied sehen zwischen Paradies und Erde. Ja, das heißt, Allah hat sie nicht einfach so verziehen, wie die meisten Muslime sagen. Allah vergibt einfach so. Da musst du nicht unbedingt Opfer haben, dass jemand deine Sünden auf sich nimmt. Allah vergibt einfach so. Aber da sieht man im Garten eben, dass Allah nicht einfach so vergibt. Der schmeißt sie raus. Nicht einfach so Vergebung, nein. Allah vergibt nach Taube. Und guck mal, ihr habt auch eben was gesagt, und zwar... Amir hat das, glaube ich, gesagt. Ja, Allah bringt euch doch sowieso in die Hölle, wenn das schon so geschrieben steht. Kannst du dich eben noch erinnern, Amir? Du hast das Ich habe ja hier ein Hadith aus Sahih Muslim, wo ein Kind der Ansar gestorben ist, das noch nicht das Alter erreicht hat, wo man sündigen kann, oder das Alter erreicht hat, wo man ein Sünder ist. Und da sagt der Mohammed, Aisha, du brauchst dich nicht zu früh freuen, weil es kann auch sein, dass dieses Kind schon vorherbestimmt ist für die Hölle. Das hat noch niemand Sünde begangen. Ja, aber du hast eben was anderes gesagt. Und zwar, dass der Islam glaubt an Vorherbestimmung. Das nennt sich Qadr, richtig? Richtig, ganz genau. So. Und da haben wir ein Riesenproblem mit Qadr. Weil in dem Hadith sehen wir auf einmal, dass ein Kind, das noch niemals gesündigt hat, das Paradies nicht erreichen kann. Was soll das denn? Ja, ich habe eine Frage dazu, Amir. Und zwar, ist Allah allwissend? Ist Gott allwissend? Ja. Okay. Allah, zum Beispiel Kinder der Ansar, ne? Es waren keine Moslem. Und zwar, Allah weiß, wie dieses Kind wäre mit 20. Verstehst du? Mein Lieber, er hat noch niemals gesündigt. Er hat keine Chance, in den Himmel zu kommen. Das Kind, der hat Chance schon. Das steht 50-50. Mohammed sagte, nein, es kann auch anders sein, weil Allah schon diejenigen bereit gemacht hat für die Hölle, die dafür bereit sind. Anstatt der Mohammed sagt, natürlich, Aisha, du hast vollkommen recht, dieses Kind wird jetzt im Paradies sein. Nein. Nein. Und dann fragt man sich allen Ernstes, ja, wofür bestraft uns denn Gott? Ja, für Sünden. Und dieses Kind hat doch gar nicht gesündigt. Guck mal, das war ein Kind der Ansar, ne? Und ich sagte was. Zum Beispiel, dieses Kind wird später geprüft vor Allah. Ne? Wie es im Erwachsenenzustand wäre. Zum Beispiel sagen die ja auch, warum bestraft uns Gott? Warum bestraft uns Gott? Für unsere Sünden. Dankeschön. Wenn jemand nicht gesündigt hat, hat Gott die Berechtigung zu strafen? Wenn jemand nicht gesündigt hat? Ja. Gar keine Sünden? Gar keine Sünden. Ein Mensch hat immer Sünden. Antworte mir. Nein, ein Kleinkind, was noch nie gesündigt hat, wenn es stirbt, warum soll er in die Hölle kommen?
als Kleinkind von einem Muslim. Es hat noch nie gesündigt. Kommt ins Paradies. Nee, Mohammed sagt, das Kind geht in die Hölle. Weil Nein, Allah ein schon von Kleinkind, ein vornherein Kleinkind. bestimmt hat, dass das Kind oder eine bestimmte Menschen in die Hölle kommen. Von vornherein schon Ja. bestimmt. Ein Und die Muslime Kleinkind. haben ein Riesenproblem damit. Ein Riesenproblem. Leute, schreibt euch das auf. Sahih Muslim 2662c. Sahih Muslim 2662c. Was sind denn die Ansar? Ansar sind die Helfer von Mohammed. Sallallahu alaihi wasallam. Also du siehst, dass diese Helfer sehr, sehr gute Leute waren für Mohammed. Und Aisha sich freut, ganz genau wie jeder sich freuen würde. Natürlich ist man traurig, weil das Kind gerade gestorben ist, aber man denkt sich, das Kind ist wenigstens im Paradies. Und dann sagt der Mohammed, nee, Aisha, es könnte auch anders sein, weil Allah die für die Hölle vorbereitet hat, die für die Hölle bereit sind und die fürs Paradies, die schon bereit sind in den Lenden ihres Vaters. Und das ist eine absolute Katastrophe. Wie ist das Und dann denn bei fragt man euch? sich ein Ernstes, warum bestraft denn Gott? Weil wir sündigen. Und dieses Kind hat doch niemals gesündigt. Hier steht, Allah's Messenger, there is happiness for this child, who is a bird from the birds of the paradise, for it committed no sin, nor has he reached the age when one can commit sin. Also er hat das Alter noch nicht mal erreicht, wo man sündigen kann. Also ein Baby war das, glaube ich, ein, zwei Jahre. Ein, zwei Jahre, ja. Also, wenn das ein muslimisches Kind war, ist normalerweise im Paradies. Ja, Also, ich das. sage ja auch damals von Isa, ne, waren ja auch Muslim. Also, nicht, dass wir jetzt nur die Abraham auch Muslim. Das ist jetzt nicht nur, dass ich von uns jetzt rede, die Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen, verstehst du? Stell dir mal vor, du hast ein kleines Kind und dann auf einmal du wärst in der Zeit von Mohammed. Und dein kleines Kind ist so ein, zwei Jahre alt und auf einmal freust du dich, okay, du bist richtig traurig, aber du freust dich, dass Gott dieses Kind aufnimmt. Auf einmal komm ich um die Ecke und sage, nee, mein Lieber, es könnte auch anders sein, weil Gott schon vorher bestimmt hat, ob dieses Kind in die Hölle geht oder nicht. Obwohl es noch nicht mal das Alter der Sünde erreicht hat. Verstehst du? Würdest du nicht sagen, bist du krank oder was? Wallahi Ahmed, den Hadith muss ich nochmal vor. Wo war das, der Hadith? Sorry? Sahih Muslim 2662c. Sahih Muslim 2662c. Wir werden uns bestimmt nochmal unterhalten darüber. Also, gerne, du bist jederzeit willkommen. Du bist jederzeit willkommen. Ich liebe dich und will nicht, dass du verloren gehst. Ja, ich sag mal so, jeder hat seinen Weg schon gefunden, Amir. Ich hoffe natürlich, dass du eines Tages aufwachst und aus dieser Lehre namens Islams wegkommst und zum lebendigen Gott Jesus Christus findest und deine Schuld vor ihm bereust und von neuem geboren wirst und das ewige Leben erhältst. Denn der Herr Jesus Christus sagt selber, kommet her alle, die ihr mühselig und beladen seid und ich will euch Ruhe schenken. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Jeder, der an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und genauso wie wünsche ich mir, dass du wieder zum Islam kommst. Und dann, ja, was soll ich denn im Islam? Im Islam gibt es kein Konzept der Vergebung und Allah verlangt Warum? Von mir, dass ich mich in die in es Dschihad. Gibt ein Konzept. Es weißt ist nur doch, ein Allah einziges Konzept der Vergebung, das ist Sure 9, Vers 111, wenn du für Allahs Sache ja. kämpfst und dabei getötet das wirst und ich. Tötest. Und das nur diese Mujahideen, diese Shahid, nur diese Shahid haben Allah, hundertprozentige Rahim, Sicherheit. Allah, genau, Allah, nur ein Shahid. Ja, Allah ist der Und ich möchte der nicht Vergeber, töten der und getötet werden. Allah ist der Genau, wir wollen nicht töten und auch nicht getötet werden. Richtig. Guck mal, du kennst, es gibt ein Hadith, ne? Da hat einer immer gebetet, ne? Und der war sich schon sicher, dass der im Paradies ist, weil der hat immer gebetet, kaum Sünden. Und da war dann einer, der hat, hatte... Jihad gemacht. Nein, der hatte einen Alkohol getrunken, hatte. Eines der größten Sünden, kennst du. Und der hat über diesen Mann aber gelästert, abgelästert, ohne Ende und so, ne? Und dann kamen beide vor Allah und Allah hat den, der gebetet hat, ins Höllenfeuer geschmissen und der, der getrunken hat, hatte ins Paradies, weil der hat die ganzen guten Taten von dem, der über den geredet hat, gelästert hat, hat der bekommen. Verstehst du, was ich meine? Dieses Lästerung, Schlechtreden, alles dies, das und so, das sind einer der katastrophalsten Sünden und man kann sich nie sicher sein, egal ob du fünfmal im Hasch warst. Wenn du ein schlechter Mensch bist, wirst du nicht ins Paradies kommen. So. Schlechter Charakter. Ja, aber alle Menschen sind schlecht.
Alle Menschen haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes Hast du noch verfehlt. nie Das über hast du jemand anderen gelästert? Hin Ich? ja. Ich habe das versucht zu unterlassen. Also man kann das nicht Aber du machst das 100%. trotzdem. Das heißt, du bist für die Hölle bestimmt. Ja. Dann brauchst du auch nicht Aber mehr zu du, beten. guck mal, nachdem du das gemacht hast, du machst Taube, aber es ist nicht so eine Lästerung wie zum Beispiel, ich sitze mit fünf, sechs Mann und mache diesen Mann schlecht, der da gerade sitzt und verstehst du, was ich meine? Bei uns gibt es ja auch Taube. Ich kann jetzt auch zum Beispiel Alkohol trinken und danach Taube machen. Verstehst du, was ich Nehmen meine? wir mal an, du bist an einem Gericht und jemand Nur, hat dein Kind Entschuldigung, umgebracht. Reza, ganz kurz, Reza, ganz Ja. kurz, solange dein Herz noch schlägt, kannst du Taube Ja. machen. Schlägt dein Herz nicht mehr und du stirbst und hast gerade zum Beispiel gelästert, dann zählt Ja. das, dann vorbei. Verstehst du, was ich meine? Ach du Heiliger, ist das ein Konzept? Ja, das heißt also, die Muslime leben in die ständige Angst, ne, dass wenn die einen Sünde Ja. machen, dass sie nicht, dass wenn ein LKW kommt von der Seite und die überrollt und die konnten nicht taube machen, dann sind die in der Hölle. Also Richtig. ständige Angst. Ja, das ist aber auch Ständig. ein Schutz für dich, dass du das gar nicht machst. Nee, Ja, trotzdem sehe ich was die ist, wenn du es Muslime machst? von morgens bis abends in Sünde leben. Alle meine muslimischen Freunde leben in Sünde. Alle Menschen leben in Sünde. Sag bloß, ihr habt Ja, keine das. Sünde, ihr beiden. Nein, das meine ich. Nein, wir reden über den Konzept der Erlösung der jeweiligen Ja, Bücher, Koran oder Bibel. richtig. Und dieses Konzept, was du gerade gesagt hast, macht überhaupt keinen Sinn, weil wir die ganze Zeit sündigen und wir müssen ständig in Angst leben. Aber kein Moslem lebt ständig in Angst. Die gehen raus, die lachen, die haben Spaß. Ja, aber Das viele ist auch haben gar diese nicht Sünde, möglich. So viele ein haben. Leben wäre ja auch gar nicht möglich, ständige Angst. Kein Mensch Nein, möchte aber in zum 24 Beispiel Stunden haben da Angst leben. dieses Schlechtreden sein gelassen, zum Beispiel, weil das bringt auch nichts. Ne? Das bringt auch nichts, weil die haben Ja, aber aus wir reden diesen alle Sünden. schlecht. Du, ich, wir alle lästern. Wir wollen nicht lästern, aber trotzdem sündigen wir. Und das wird nicht einfach so vergeben. Das, Ja, du guck siehst mal, ja, ich dass kenne viele, Gott die haben das. das unterlassen. Komplette Lästerung. Der sagt dir nur noch Sachen ins Gesicht. Verstehst Ja, du? nein. Irgendwann mal haben die wieder einen schwachen Moment, wo die wieder lästern. Das ist, wie Menschen sind schwach. Das ist so. Ja, wir Menschen sind schwach. Und was sagt der Allah? Und wenn ihr ein Mensch ohne Fehler seid, ich hätte euch vernichtet. Und hätte ihn Ja. durch eine Dings ersetzt, ne? Durch eine andere Schöpfung, die sündigt, Ja, ne? Allah siehst du, will, dass man deshalb sage ich sündigt. ja, der Arme, der ist nicht, der ist kein unwissender Mann. Der kommt direkt aus dem, der kommt direkt Was aus meinst du? dieser Sache. Ich bin der wahrhaftige Dr. Sheikh. Ich bin Dr. Deshalb ist Sheikh es auch so Al-Wahid. schwer, ja, deshalb ist es auch so schwer mit dir zu reden, Arme, so. Du kommst direkt aus der Materie, weißt du, was ich meine? Du hast das eingeatmet schon, du hast das eingeatmet schon. Hast es inhaliert. Richtig. Durch die Nase gezogen, die Materie hatte Armin. Ja, deshalb, wenn ich auch sehe, immer so, du denkst so, wir denken so, wir denken immer, hoffentlich kommt Amir und sein Bruder wieder zurück. Weil ihr seid ja Nein, nein, keine nein, nein. schlechten Niemals Menschen, ihr würde seid ja ich auch meine sympathisch, Frau weißt mit du, Busen ihr habt geben ja auch anderen Leuten. Ausstrahlung. Niemals, niemals. Diese Religion, Reza, seitdem sag ich weiß, niemals dass nie. man Busen geben muss, Reza, hör mal zu. niemals. Nie, Reza, nie, nie, seine nie. Busentheorie, Mann. Lass mal diese Busentheorie weg, die gilt für uns nicht. Ja, aber ich möchte ja, wenn ich zu einer Religion gehe, möchte ich ja alles praktizieren, was mein Vorbild Ist war, denn was jemand unser. von euch, ist denn jemand, ja, aber da steht doch im Koran nicht, dass wir das machen sollen. Du hast es von El Azhar Ja, aber in oder den Hadithen, was Mohammed Das war im gesagt hat, die Koran drinne. Hadithe. Das war Du im hast es von Koran El drinne. Azhar, hast du eben gesagt, oder nicht? Also Was? diese Studie, du hast doch eben eine Studie gesagt. Diese El Azhar-Studie oder. Ja, aber diese Praxis ist ja in Sahih Bukhari oder Muslim, dieser Hadith, wo der Mohammed Aisha aufgefordert Ja, hat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber was viele Sachen, was Ja. Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt oder gemacht hat, das gilt für uns nicht. Das gilt für euch nicht? Das zum Beispiel mit einer Frau Brust geben und so, welcher Mann würde das machen? Wie gesagt, darfst nicht mal deine Frau einen Mann die Hand geben lassen. Ja, was ist denn daran so schlimm, was das Prophet sallallahu alaihi die wasallam hat Aisha? gesagt, bevor du eine Frau die Hand geben lässt, sollst du dir eher einen Nagel in die Hand. Also bevor du eine Frau die Siehst du, Hand. ja. Aber wie kommt das dann, dass Mohammed eben das mit seiner Frau macht, dann, dass sie Sag ich dann. doch, keiner sollte seine Frau heiraten. Keiner sollte seine Frau Es danach geht heiraten. nicht um das Wenn. Heiraten, dass fremde Männer überhaupt die Brüste von seiner Frau sehen, geschweige denn Es zum Lutschen geht geben. nur um das Heiraten. Es geht nur um das Heiraten, dass keiner danach auch nur Es geht doch denken um kann. das Kann doch nicht Mahram. wahr Deine sein. Frau ist doch Mahram für dich. Das dürfen nur andere Männer nicht ihre Privatsachen sehen. Guck mal, eine Frau eines Mannes, wenn der stirbt, darf die doch einen anderen heiraten, oder? Ja.
Ja, aber Prophet von Salosalem, seine Frau durfte niemand anderen heiraten. Ja, weil er nicht wollte, dass andere Männer Nicht nur seine das, Frau weil er der anfassen. Prophet ist. Das ist eine Er war von Allah, eifersüchtig und eine. daraus, man erkennt also aus dem Koran die Eifersucht Mohammeds. Dafür hat er gesorgt. Dafür hat er Gott, also diesen Allah, benutzt, um den Leuten zu sagen: Hey, hey, nach meinem Tod fasst keiner meine Frauen an. Das ist nämlich die Eifersucht, hört man dann raus. Ganz Allah hat das so eindeutig. entschieden, nicht der Prophet. Prophet war Nein, auf niemand seine hat Allah Einversicht. gesehen. Prophet war auf seine Frau einversichtlich. Denkst du, der hatte aus seinem Kopf seine Frau den Busen geben lassen? Die Niemals. hat doch. Es war ein Befehl Das, von du Allah willst also sagen, subhanahu dass wa Sahih ta'ala. Bukhari, Muslim und so alles Trotz ist? Nein, nein, ich sag doch, das war ein. Prophet macht nur was, wenn der Befehl von Allah bekommt. Das hat nichts mit Sahih Muslim, Bukhari oder so zu. Wenn das da drin steht, steht das da drin. Ja, aber solche Praktiken hat Ja, aber keiner gemacht. hast du schon mal ehrlich, Reza, wenn du ehrlich bist, hast du schon mal so eine Praktik von Moslem gesehen? Ja, das ist ja Ehrlich das jetzt, antworte Problem. ehrlich Das, jetzt. ich weiß es nicht. Es gibt auch diese Kamelurin-Sache. Manche Muslime machen das, trinken Kamelurin, manche nicht. Das Heftigste von euch, Du darüber zum lachen Beispiel, du die Leute schämst bis dich dafür. jetzt, Ja, bis du mit schämst dich, aber es gibt Kamelurin, Muslime, Alter. die lieben Prophet Mohammed und Islam mehr und deswegen trinken die Kamelurin. Du liebst das nicht so sehr. Ja. Ich sag dir was. Kamelurin ist auch in vielen Medizin drin. Ja, Ja, aber dann das. trink doch mal. Wir holen dir 1 Liter frischen und dann trinkst du vor unseren Augen und dann gucken wir mal, ob du so frisch bleiben willst. Fresh. Das ist gegen viele Krankheiten. Warum trinkst du das? Warum trinkst du das dann nicht, wenn das alle Krankheiten wegmacht? Also bring mir und ich trinke das. Ach, du Heilige. Ich bin ehrlich. Aber so Kuhurin oder Pferdeurin niemals, aber so Kamel schon. Ja, ey, entweder ich bin ehrlich oder nicht, Mann. Ja, da siehst du, du bist sehr gut, bist du. Ja, Kamelurin Bruder. Ja, ist das besser klingt als vielleicht lustig Kuhurin. für euch, ne? Aber wenn das so drin steht, dass der Merkst du Heilige denn ist. nicht, dass die, das ist, du musst doch mal was in Frage stellen, wenn das doch absurd wird. Du machst jede Alter, Absurdität mit. ich stelle meine Religion niemals in Frage. Niemals. Oh mein Gott, ey, das ist heftig. Ey. Wenn du das nicht mehr in Frage stellst, also diese Sachen, dann Nein. schaltest du dein kritisches Denken aus, ne? Ja, das mag komisch sein für viele, Amir, aber viele, die das nicht gelesen haben und wissen nicht, dass da Heilung drin ist, und viele Ärzte empfehlen das sogar, ne, und die haben das auch Ich habe studiert noch und die nie haben einen das Arzt getestet. gesehen, dass er gesagt hat, ich trinke Kamelurin für deine Krankheit. Noch nie. Ich habe das schon gehört, eine, die krebskrank war, sollte Kamelurin trinken. Jetzt mal im Ernst, du würdest das nicht trinken, ich weiß das, oder? Oder würdest du es wirklich übers Herz bringen? Hand aufs Herz, wenn ihr mir Ja? das bringt, sofort, sofort. Ich kann das, es gibt doch nicht sowas. Sofort würde ich das trinken, sofort. Alleine, weil das in der Religion, auch wenn mich das töten würde, wenn das in meiner Religion steht, ich würde es trinken. Aber es muss doch eine Grenze geben, wo man denken würde, dass eventuell etwas an dieser Religion oder so etwas nicht stimmt. Du kannst nicht alles Ja. mitmachen. Warum denn steht da nicht Ja, okay, dann machst du Pferdeurin auf oder antidepressiven Kuhurin? Sachen. Dann mach auch Sure 9, Vers 111 mit Ja, Töten aber und guck mal, getötet werden. warum ist denn in vielen Medikamenten, richtig teuren Medikamenten, ist mit also Kamelurin mitverarbeitet? Warum? Ich kenne keine Medikamente mit Kamelurin. Ich kann dir das beim nächsten Mal zeigen und ich schreibe dir das auf, dann sagst du Anwar, dir das mal. Anwar, Anwar. Was meinst du, warum die Muslime ein Riesenproblem hatten damals, die Busen so diese Praktiken zu machen? Es war im Koran drinne. Irgendwie hat jemand das rausgeholt. Hier, das lesen wir in Sahih Muslim. Sahih Muslim, Hadith 1452a. Sahih Muslim, Hadith 1452a. Und hier heißt es: Aisha, Allah be pleased with her, reported that it had been revealed in the Holy Quran that 10 clear sucklings make the marriage unlawful. Then it was abrogated and substituted by 5 sucklings, and Allah's apostle died, and it was before that time found in the Holy Quran and recited by the Muslims. Wo ist der Vers hin, des Brustsaugen eines Erwachsenen? Was fragt mich das nicht? Wenn es nicht da drin steht, steht es nicht da drin. Ganz einfach. Ja, Siehst du, aber er als die war Muslime drin. hatten. Ursprünglich Ja. war er im Koran drin. Es war drin, es ist aber nicht drin.
Ja, warum? Ja, keine Ahnung. Wieso Ich spielt ihr mit hab's eurem Koran? Was euch nicht gefällt, tut ihr nicht. raus, einfach. Also, was euch nicht gefällt, das tut man raus, ne? Du Es siehst ist hier also, dass die schon. Muslime diese Dreckspraktik rausgeholt haben. Niemals. Also der Koran, guck mal, Libyen, ne? Es wird als Beled Millionen Hafid. Über 1 Million kennen in Libyen den Koran auswendig. Und wir gehen jetzt von Gott ganz Nordafrika, dann sind es über 20 Millionen, die den Koran auswendig kennen. Und viele davon können noch nicht mal lesen. Die haben das von ihren Eltern und so weiter. Und eins zu eins ist das wie im Koran. Hat mir jemand gerade was eine Frage gestellt? Ich habe das nicht gehört. Was? Herr Amir, war echt korrekt, auf jeden Fall. Danke, dass du mich endlich mal reden lassen hast und Ja, gerne, du bist ein immer willkommener Gast, Anwar. weil ich mag euch auch. Also wir haben Wir zwar mögen und lieben dich. Differenzen und so weiter und so fort und ihr liest ja wenigstens Sachen, die auch drinsteht. Ihr lügt ja nicht, weißt du, was ich meine? Das So sieht's aus. gefällt mir nur. Weißt du, und Gott sei Dank konnte ich mal mit euch reden. Gott segne dich, mein Lieber. Alhamdulillah. Und möge Allah euch beide recht leiten. Ja, der Herr Mich Jesus hat es auch, schon inshallah. getan. Jeder hat seine Sünden und jeder hat seine Fehler. Aber Ja, wie ich wünsche mir gesagt, natürlich von ganzem Herzen, dass du zum sündlosen Jesus Christus findest, ne? guck mal, Amir, ich sag dir was, ne? Ja. Ich bin auch kein Wohlhabender oder so. Also finanziell geht es mir gar nicht gut. Aber wenn du mir das Geld dieser Welt bringst, die schönsten Frauen dieser Welt, ich würde meine Religion niemals verlassen. Niemals. Ja, Alhamdulillah, dass ich Moslem bin. Alhamdulillah. du setzt also dein Seelenheil aufs Spiel und gehörst einer Religion an, die dir eigentlich erlaubt,